Moin, mein Name ist Toni. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen beim Mondgeflüster. Ich bin voll im Urlaubsmodus, habe ganz viel geskriptet, aber voll vergessen, was aufzunehmen. Und ich habe festgestellt, dass ich gar kein Video habe für Montag. Also ganz spontan mal wieder bietet sich jetzt ein Artemis-Update an. Ich habe mal wieder ein bisschen was zusammengeschrieben. Ihr kennt es schon vom letzten Update. Das ist technisch immer nicht so aufwendig. Bei dem anderen muss ich immer hier alles aufbauen. Wieder sehr, sehr spontan. Ich habe auch nur begrenzt Zeit mal wieder, aber ist egal. Deshalb, ich werde wieder ein bisschen ablesen, ne? Seid mir nicht böse, wenn ich ab und zu mal nicht in die Kamera gucke. Ich werde nebenbei eh wieder wunderbare Sachen einblenden, damit die Bilder das ein bisschen unterstützen. Ja? Kurzes Intro jetzt und viel Spaß mit dem Update. Ja, beim letzten Update befanden wir uns ja im Step 2 des Stapelprozesses, ne, von insgesamt sechs Prozessen oder sechs Schritten für Artemis 1, in dem die Kernstufe zwischen den beiden Feststoffboostern platziert werden sollte. Und diese Platzierung wurde sozusagen am 14. Juni aus der High Bay 3 wurde berichtet, dass die Kernstufe vom Team des Exploration Ground Systems zwischen den beiden Boostern nun platziert wurde. High Bay 3 ist übrigens ein Abschnitt im Vehicle Assembly Building, in dem hohen Teil des Gebäudes. Es gibt auch eine Low Bay, in dem so einem niedrigen Teil. Und High Bay 3 ist eine von vielen in diesem High Bay Bereich. Ja, zu dem Vehicle Assembly Building, ganz, ganz tolles Gebäude, wird es auch nochmal ein extra Faktenvideo geben. Das wird das nächste Skript, was ich anfangen werde. Ja, ebenfalls am 14. Juni gab es einen Artikel zu den ersten Passagieren für Artemis 3. Bei dieser Mission wird eine Puppe bzw. ein Dummy mit an Bord mitfliegen, der mit mehreren Sensoren ausgestattet sein wird und auf dem Kommandositz der Orion-Kapsel Platz nehmen wird. Auch trägt dieses Mannequin den Raumanzug, den auch die Crew von Artemis 2 tragen wird. Die Sensoren messen alle relevanten Daten zu Beschleunigung, Vibration, Strahlung und so weiter. Dieselbe Puppe wurde übrigens auch in einer Reihe von Orion Vibrationstests im Johnson Space Center der NASA in Houston und im Kennedy Space Center in Florida verwendet. Die Puppe muss aber nicht ganz alleine fliegen. Denn während der Artemis 1 Mission werden zwei identische Phantomtorsos namens Helga und Zoha mit Strahlungsdetektoren ausgestattet, um die Auswirkungen der Strahlung im Weltraum zu messen und den Schutz namens Astrorad zu testen. Während Zoha eine Weste tragen wird, bekommt Helga ohne Weste die volle Ladung der Strahlung ab. Dies geschieht übrigens im Rahmen der Studie, die sich Matroschka Astrorad Radiation Experiment oder kurz MARE nennt. Am 15.06. trat Brasilien als zwölftes Land dem Artemis-Abkommen bei. Im ersten Update-Video hatte ich ja bereits darüber berichtet, dass Südkorea und Neuseeland dieses Jahr bereits beitraten. Falls du neu dabei bist, nochmal ganz kurz zum Abkommen. Also das Artemis-Abkommen stärkt den Weltraumvertrag von 1967 über Prinzipien zur Regelung der Aktivitäten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper. Über einen weiteren wichtigen Step im Stapelprozess wurde am 22. Juni berichtet und dass die Integration des Launch Vehicle Stage Adapters bzw. der Step 3 in dem Stacking-Prozess im vollen Gange ist. Dieser kegelförmige Adapter verbindet die Kernstufe mit der Interim Cryogenic Propulsion Stage, kurz ICPS, oder auch der zweiten bzw. Oberstufe und wird unter Orion platziert. Am 7. Juli wurde dann auch passend dazu berichtet, dass die ICPS erfolgreich gestapelt wurde. Diese Stufe soll die sogenannte Translunar Injection, kurz TLI, durchführen, um Orion auf eine Flugbahn zum Mond zu bringen. Als Triebwerk dient ein Aerojet Rocketdyne RL-10B-2 Triebwerk mit knapp 25.000 Pfund Schubkraft. Die ICPS ist eine modifizierte Version der Delta Cryogenic Second Stage, die seit 2004 24 Mal bei Delta 4 Missionen mit 100%igem Missionserfolg eingesetzt wurde. Gebaut wird die ICPS von Boeing und der United Launch Alliance. Die Brenndauer des TLI-Manövers soll fast 20 Minuten dauern. Mal zum Vergleich, die dritte Stufe bzw. die S4B-Stufe von der Saturn V feuerte damals bei der TLI etwa knapp 6 Minuten. Damit war auch Step 4 des Stapelprozesses erledigt. Am 9. Juli gab es ein Update zum Gateway oder genauer zum Habitation and Logistic Outpost, kurz HALO.
NASA und Northrop Grumman schlossen einen Vertrag in Höhe von 935 Millionen US-Dollar ab. Im Zuge dessen Northrop Grumman für das Montieren und Testen des integrierten Halo mit dem Power and Propulsion Element, also dem PPE, verantwortlich sein wird und 2024 mit einer SpaceX Falcon Heavy starten soll. Ja, das wäre dann nach den Artemis 3 Missionen. Das Halo-Modul wird als Grundgerüst für die Befehls- und Kontrollfunktionen und die Energieverteilung im Gateway dienen und weitere Kernfunktionen erfüllen, einschließlich der Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen und der Kommunikation mit Expeditionen, während die Leute auf dem Mond sind. Am 12. Juli gab es ein weiteres Update zum Orion-Raumschiff von Artemis 1. Es wird über erfolgreiche Betankungs- und Wartungskontrollen berichtet und nun den nächsten wichtigen Punkt in diesem Prozess, nämlich erreichte das Orion-Raumschiff die sogenannte Launch Abort System Facility. Dort soll das Launch Abort System, kurz LAS, mit dem Orion-Raumschiff verbunden werden und verschiedene Tests durchgeführt werden. Sind die erfolgreich, geht es dann zum sechsten und letzten Schritt des Stapelprozesses, nämlich das ist dann, wenn das Raumschiff oben auf SLS montiert wird. Das LAS hatte bereits verschiedene Tests bestanden und die Qualifizierung bekommen. Das passt thematisch übrigens ganz gut, denn hier wird es bald eine Menge Videos geben zum LAS von Mercury und zum Apollo, also dem Launch Escape System zur damaligen Zeit bis zur Entwicklung beim Einsatz von Mercury und zum Einsatz bei Apollo. Da gibt es auch eine kleine Kooperation mit dem Mo vom Senkrechtstarter. Ja, zum Abschluss nochmal ein tolles Video des Launch Abort Systems bei dem Ascent Abort 2 Test aus dem Jahr 2019. Wirklich sehr, 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 sehr coole Aufnahmen. Und ja, das war es auch schon. Es war wirklich alles mal wieder sehr, sehr spontan. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deinen Besuch auf diesem Kanal. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Seconds. We will see the abort. Abort initiation. Pyros 1 and 2, discharge both sides. Achiever pressure. Grid control. Reorientation. Settling phase. Jettison. Pyros 3 and 4, discharge both sides. Squib power enabled. So there goes the LAS tumbling a bit, Orion coming down. Start everything data rebroadcast. Looking good so far. Recall there are no parachutes on this test today, so once the data recorders have been deployed and the vehicle is no longer transmitting data, TC will call test complete. We're looking now at the Orion. That data is being written. We're about to get ejection of those EDRs.